Und weißt du, warum, was da mit denen gemacht wird? Nee, um ehrlich zu sein, bin ich ehrlich. Die werden da gerade, das sind halt sogenannte Broiler, das sind Masthühner. Die werden halt in Massen gezüchtet und wachsen dann auf. Und die sind teilweise, da siehst du da, die Beine sind so groß. Die wachsen so schnell, dass die halt ihr eigenes Körpergewicht nicht halten können. Und dann brechen die ihre Beine und ja, verhungern da vor Ort. Woran liegt das also? Kriegen die da was reingespritzt oder? Nee, die sind halt so gezüchtet, dass sie so, weil die Menschen wollen ja immer schön diese Hähnchenbrust haben. Ne? Ja. Isst du noch Fleisch? Ich? Ja. Ich bin ehrlich, ja. Ja. Und das ist halt dieser. Ich habe mir auch überlegt. Genau, und das ist halt diesen Zusammenhang, den wir mit diesen Videos herstellen wollen. Weil, wenn du das jetzt siehst, hast du jetzt Lust auf ein Hühnchenschnitzel oder Hühner? Ja, aber genau das ist das halt. Weil das passiert, egal ob du hinguckst oder nicht hinguckst. Ne? Und das Problem ist, das passiert immer im Hintergrund. Und wenn du bezahlst, dich aktiv dafür entscheidest, dieses Produkt zu kaufen, Fleisch zu essen, Milch zu trinken oder Eier, das passiert. Ich glaube, wirklich zum Nachdenken, weißt du das? Ja. In der Perspektive habe ich es noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Also, ja. Ich finde das auch richtig stark, dass ihr euch wieder einsetzt für die Tiere. Das ist wirklich. Danke. Wir sind alle vegan. Ah, das finde ich super. Wirklich ohne Wild. Schon immer? Nee, also ich habe auch damals Fleisch gegessen. Ich bin so groß geworden, ganz normal, wie es ist in unserer Gesellschaft. Ne? Aber dann kam ja irgendwann die Sache, wie ihr jetzt, wurde ich damit konfrontiert. Ich habe die Videos gesehen und habe mir gedacht, okay, muss ich das unterstützen oder kann ich mich dagegen entscheiden? Weil, wenn man mal ehrlich ist, ne, guckt euch mal die veganen Alternativen an. Guckt euch mal diese Auswahl an. Müssen wir noch unbedingt Tiere abschlachten? Wir werden ja nicht verhungern, wenn wir kein Fleisch mehr essen. Ja. Ja, wisst ihr auch, was mit Milch und Eiern ist? Ja, das ist gut. Ja, weil, wie gesagt, die kriegen ja erst Milch, geben erst Milch wie menschliche Frauen, wenn sie ein Kind haben. Das ist ja nichts anderes als Muttermilch. Aber die Muttermilch wird verkauft. Wisst ihr, was mit den Kindern passiert? Sterben die. Die werden getötet. Entweder als Kalb oder die werden halt kurz aufgezüchtet, ne, und dann getötet. Genauso mit diesen männlichen Küken. Wenn man Eier kauft, unterstützt man, dass die männlichen Tiere getötet werden. Ich bin ehrlich, also das wusste ich jetzt nicht, dass sie die so quälen, weil wir sind groß. Bei uns ist es so, also ich kaufe jetzt auch, um ehrlich zu sein, auch nur bei einem Metzger. Ich weiß, es ist dasselbe Prinzip, das Tier stirbt halt. Ja. Aber bei uns ist es halt auch wichtig, deswegen wird es auch halal geschlachtet. Das heißt bei uns halal, wir sollten. Ich weiß das, aber. Wenn das Tier nicht leidet. Also, ja, aber sei mal ganz, ganz ehrlich. Das ist dasselbe Prinzip. Ja. Es muss sterben dafür. Ja, und das ist halt diese Sache. Du hast drei Optionen. So töten, halal töten oder gar nicht töten. Gar nicht. Ne? Am besten gar nicht. Ja, und wenn du diese dritte Sache hast, dieses gar nicht töten. Es ist ja auch nicht verboten, Veganer zu sein als Moslem. Dann nimm doch, ja, dann nimm doch diesen Weg und lass die Tiere leben und entscheide dich halt dafür, weiterhin in deinem Leben nicht daran beteiligt zu sein. Du hast mich echt, ja, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Ich finde es auch lächerlich, wenn hier viele vorbeilaufen und sich darüber lustig machen. Ja, die können halt nicht damit umgehen mit diesen Bildern. Und deswegen ist es stark, wenn man sich damit konfrontieren kann und merkt, hey, da passiert eine Ungerechtigkeit, irgendwas muss sich ändern. Und ihr habt es in der Hand. Und wann ist der beste Moment, vegan zu werden? Jetzt. Ja. Und wie einfach ist das umsetzbar? Ich bin ehrlich, es ist nicht einfach. Es ist einfach. Und zwar, lass mich dir da kurz erklären. Nächstes Mal, wenn du einkaufen gehst, hast du die Option, kaufst du jetzt normal ein, wie immer, oder nimmst du dir eine Minute Zeit und suchst nach einer Alternative. Ne? Übrigens, jedes Fleischersatzprodukt ist sowieso halal, ne? Weil halt, ne, es ist Fleischersatz, es ist Pflanzen. Das heißt, du nimmst dir eine Minute mehr Zeit und hast dafür halt das Tierleben bewahrt. Und ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, aber viele Menschen denken sich auch bestimmt, ach, das Tier ist doch eh jetzt so, das kann ich ja essen. Hm. Ne? Das ist auch das Problem. Ja, aber das ist ja ein Denkfehler, weil das Tier ist, das ist ja im Prinzip klar, es ist schon tot, aber dadurch, dass man es dann kauft, das Fleisch, sagt man im Prinzip, macht das nochmal. Ja. Macht weiter indem damit. Wir, genau, indem wir dafür Geld ausgeben. Wir unterstützen ja. Das eben. Und das, klar, es wäre, wenn du jetzt vegan wirst, die Tiere, die jetzt im Schlachthof sind, die werden getötet und die werden im Laden angeboten. Aber wenn du Nein sagst, werden in dem nächsten Zyklus weniger Tiere getötet. Und dagegen kämpfen wir, dass diese Industrie langsam zugrunde geht und dass wir Tiere nicht mehr als Objekte benutzen. Auch hier
hier, ne, diese Nerze für Pelzmäntel oder sowas. Ja, das ist halt überall. Oder Zoos, ne, wo die Tiere fest gefangen werden, obwohl die tausende Kilometer laufen am Tag, sind die gefangen in so einem kleinen Käfig. Überall da brauchen wir das Bewusstsein und können uns dagegen entscheiden. Also da muss ich mir echt mal wirklich, also ich bin eigentlich auch auf dem Weg dahin, ne? Weißt du, was auf dem Weg passiert? Es sterben Tiere. Deswegen cutte den Weg, gehe die Abkürzung und fang jetzt an. Das nächste Mal, wenn du einkaufen gehst, entscheide dich für die vegane Produkte. Und ganz ehrlich, wenn man sich einmal dafür öffnet, ne, wenn man nicht sagt, okay, ich mache jetzt so ein Zwischending, dann wird man merken, wie viel Auswahl man eigentlich hat. Dann wird man merken, du kannst sogar zu McDonald's gehen, zu Burger King und sowas. Überall, ja klar, esst ihr da nicht. Aber ich will es nur sagen, selbst da gibt es vegane Optionen. Ja. Selbst bei Subway, selbst bei Rathausgalerie. Das sind ja schon Fortschritte, ne? Dass ja. es jetzt auch mal da was Veganes gibt. Ja, ja. Da sieht man schon Fortschritte. Genau, und ihr könnt Teil dieser Veränderung halt sein. Und deswegen wartet nicht länger und jeder Cent, den ihr noch bezahlt, ist halt noch ein Cent, mit dem ihr sagt, macht weiter damit. Das sind Hühner. Ja, das ist die Eierindustrie. Das sind die Küken, die keine Eier legen können. Deswegen werden die vernichtet auf diese Weise. Ich kann nicht weinen. Ja. Okay, ist klar. Ja. Na, wenn ihr nochmal weiter Infos, da ist eine Doku drauf, ne? Ja. Könnt ihr euch nochmal angucken. Danke. Aber am Ende des Tages ist es wichtig, ne, dass ihr nicht länger nachdenkt darüber, sondern handelt. Ja, danke. Alles klar. Hat mich sehr gefreut. Schönen Abend noch. Danke auch.